Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem weiteren Vorgestellt-Video. Und heute möchte ich gern Götterkriege von RSMMFFs vorstellen. Und das ist dieses Mal ein bisschen in eigener Sache, denn es geht um die Mitmachgeschichte, die ich mit River Range auf unserem Partner-Account schreibe. Deswegen auch RS für Setsuna und River. Und ich möchte erstmal mit dem Prolog beginnen. Leise glitt sie durch die sternenklare Nacht. Der Wind unter ihren Flügeln streichelt ihre Federn. Und die Eule landete lautlos auf dem Ast eines großen Baumes. Unter ihr war alles ruhig und friedlich, als sie ihre großen, runden Augen umhergleiten ließ. Das Dorf unter ihr schien zu schlafen, während sie ihren nächtlichen Rundflug vollzog. Wieso wirkte alles noch so friedlich? Warum wachen die Menschen so sorglos? Dabei war es doch so deutlich, dass etwas nicht stimmte. Doch was erwartete sie eigentlich? Es war schließlich nicht das erste Mal, dass ein Unheil nahte. Allerdings war sie auch die Einzige, die sich daran erinnern konnte. Sie hasste diese Bürde der Allwissenheit, und dennoch war sie sich ihrer Verantwortung durchaus bewusst, und noch viel mehr der Geheimnisse, welche sie zu wahren hatte. Sie wusste so viele Dinge, welche die Menschen nicht wussten, welche nicht einmal die Götter wussten, und dabei ging es doch um diese. Es ging fast immer um die Götter, denn diese immense Macht brachte eine sehr große Verantwortung mit sich, und nicht jeder war dieser gewachsen. Das war auch der Grund, warum sie sich erneut in die Luft erhob und zu einem Ort flog, der nicht mehr so ruhig und friedlich dalag. Im Gegenteil, laute Musik und viele Menschen, die sich auf einem großen Platz im Freien tummelten, waren hier anzutreffen. Die Eule kreiste ein paar Mal um den Platz, der wohl so etwas wie ein Marktplatz war, und beobachtete das rege Treiben genau. Es war sehr belebt, und würden ihr Temperaturen etwas ausmachen, wäre ihr das schwere Gefieder wohl zu heiß gewesen, obwohl die Sonne bereits untergegangen war. Hielt die Wärme des vergangenen Tages noch an. Es war drückend und schwül. Ihre großen Augen huschten blitzschnell umher, blickten durch die Dunkelheit, als wäre es hellichter Tag, und machten endlich eine Lichtung aus, die mit einigen bunten Tüchern verhangen war. Durch die darunterliegenden Fackeln und Kerzen wirkte das hauchfeine Tuch, welches in den grellsten Farben erstrahlte, beinahe schon wie ein Glasfenster, durch welches das Sonnenlicht schien. Die Eule, kein Tier, das normalerweise in dieser Gegend zu sichten war, flog zwischen die sandsteinfarbenen Häuser der Umgebung. Hier war alles dunkel und ruhig, und so landete sie neben etwas, was einer Mülltonne glich, und schreckte eine Katze auf. Diese fauchte, aber anstatt auf das Tier loszugehen, sträubte sie das Fell und verschwand zwischen Müllbeuteln und dann durch einen professorischen Zaun. Die Eule reckte sich, und ihr Körper begann sich zu verändern. Er wurde größer, und die Flügel wandelten sich langsam zu Armen und die Krallen zu Beinen, während die Federn noch immer deutlich zu sehen waren. Ihr Körper deformierte sich in einer bemerkenswerten Geschwindigkeit, bis nur noch ein junges Mädchen mit seidig glatten, tiefschwarzen Haar übrig war. Ihre zierliche Figur wirkte eher schmächtig und zerbrechlich, und auch ihre Haut und Augen wirkten so jung, dass man meinen könnte, sie wäre nicht so alt wie die Zeit selbst. Sie wusste selbst nicht einmal mehr, wie alt sie war. Eine bittere Ironie in Anbetracht der Tatsache, dass sie eigentlich alles wusste. Die Zeit hatte aber auch bei ihr Spuren hinterlassen, auch wenn sie diese nicht immer wahrhaben wollte. Sie streifte das Kleid glatt, zu dem ihre Federn geworden waren, und blickte sich um. Gleichzeitig lauschte sie auf die Stimmen und die Musik, die nicht weit entfernt waren. Diese Gestalt war perfekt für das geeignet, was sie vorhatte. Es war eine Weile her, dass sie auf die Erde gekommen war, und ihre Gabe, immer auch ohne Partner auf diese zu gelangen, war wirklich sehr nützlich. Andere Götter mussten sich Vertragspartner suchen, um auf der Erde leben zu können, doch sie war nicht wirklich hier. Man konnte sie sehen und berühren, aber eigentlich befand sie sich immer noch ein Stück hinter der Wand, die Götterwelt und Menschenwelt trennte. Der Unterschied war, dass Menschen durch diese Wand sehen konnten und auch greifen, wenn die Eulengöttin es denn wollte. Als sie sich aufrichtete, war ihr grauer Blick undurchdringlich. Sie war noch nie wie die anderen Götter gewesen, die sich teilweise einen Spaß daraus machten, sich als Menschen dem Volk zugehörig zu fühlen. Doch bei der Eulengöttin war das anders. Ihre Aufenthalte auf der Erde dienten einzig und allein einem Zweck und keinem Vergnügen. Sie sprach jede existierende Sprache, kannte jede Kultur, Sitte, Religion und Tradition. Dennoch fiel es ihr schwer, sich mit den Emotionen der Menschen auseinanderzusetzen. Sie feierten, lachten, weinten, wurden wütend oder euphorisch. All das war es, was einen Menschen im Grunde ausmachte. Und traurigerweise war genau das die Fähigkeit, welche sich die Eulengöttin der Weisheit niemals würde aneignen können. Das lag einfach nicht in ihrer Natur, und es war auch nicht ihre Aufgabe, über die Menschen zu richten. Das oblag den anderen neuen Göttern. Sie selbst hatte eine viel bedeutendere Aufgabe. Sie wachte über die Götter und den Lauf der Zeit. Sie hielt die Fäden für die Zukunft und die Vergangenheit in der Hand
und je nachdem, woran sie zog, änderte sich alles oder nichts. Eine schwere Bürde, die sie auf ihren Schultern trug. Langsam kam sie der Meute an Menschen näher, die alle ausgelassen tanzten. Musik wurde immer lauter und die bunten Lichter, die durch Seidentücher erzeugt wurden, verwandelten den einfachen Platz in einen fast magischen Ort. Und mitten in diesem Getümmel konnte sie einen jungen Mann erkennen, der voller Begeisterung mit einer rothaarigen Frau tanzte. Kühn und fast schon distanziert betrat die Eulengöttin in Gestalt des jungen Mädchens die Mitte der Runde und bewegte sich zielstrebig auf die beiden euphorischen Personen zu. Die göttliche Ausstrahlung der beiden war fast schon greifbar, und auch wenn die Menschen den Grund vermutlich nicht kannten, fühlten sich diese ebenfalls von den beiden angezogen. Das wilde Trommeln einiger Männer mit ihren Dabukas und Riks, die am Rande saßen, bildeten gemeinsam mit den Kanun einen wilden, aber mitreißenden Klang. Dieser wurde durch einige Rufe und Laute und das gelegentliche Aufklingen einer Nai abgerundet. Kein Wunder, dass sich gerade diese beiden hier so wohl fühlten. Es war für die Eulengöttin pures Chaos, und gerade das war es, was der Rothaarigen ein strahlendes, aufgeregtes Lächeln auf die Lippen zauberte, während sie ihren wohlgeformten Körper im Takt der Musik wog. Die schokoladenfarbene Haut war an den Intimstellen von leuchtenden, seidigen Stoffen bedeckt, die mit kleinen Perlen und silbernen Plättchen versehen waren und so ebenfalls eine eigene Melodie spielten. Ihre roten Haare leuchteten im Licht einiger kleiner Feuerschalen, die nicht wegen der Wärme hier standen. Sie schmiegte sich ein Stück an den blonden Mann, ehe sie sich wieder von diesem löste, immer im Takt der Musik. Ein Wunder, dass sie nicht ebenfalls zur Violine griff und in die Musik einstieg. Es war gut so, sonst hätte die Eulengöttin eingreifen müssen. Doch sie schien noch alles unter Kontrolle zu haben. Eine erleichternde Erkenntnis, welche jedoch nicht ganz das Belangen löste, weswegen sie hier war. Es war natürlich allen Göttern gestattet, durch einen Pakt auf die Erde zu gehen, und das für jeden erdenklichen Grund. Doch viele vergaßen gern, dass sie noch Pflichten in einer anderen Welt besaßen. Oft ging es sogar so weit, dass sich ein Gott weigerte, zurück in die Götterwelt zu kommen, weil er sich ein Leben als Mensch auf Erden aufbauen wollte. Unakzeptabel, da es gegen so ziemlich jedes Gebot verstieß. Der Mann, welcher die Frau mit seiner Größe überragte, lachte erfreut und strahlte die Rothaarige euphorisch an. Sein dunkelblondes Haar, welches ihm in zerzausten Locken in die Stirn hing, klebte fast schon von dem Schweiß, den die Hitze in diesem trockenen Gesicht verursachte. Als sich jedoch seine dunkelbraunen Augen auf die Eulengöttin richtete, hielt er inne, ohne sein Lächeln zu verlieren, und senkte sein Gesicht zum Ohr der Rothaarigen, um ihr etwas zuzuflüstern, ohne den Blickkontakt mit der schwarzhaarigen Eulengöttin zu unterbrechen. Das war es wohl, was diese beiden von den anderen Göttern unterschied. Die Eulengöttin konnte echte Freundschaft in den Blicken der beiden ausmachen, etwas, was andere Götter nur bedingt mit ihren Brüdern und Schwestern verbanden. Wahrscheinlich war dies der Grund, warum diese beiden ihren Aufgaben trotzdem im Urlaub noch immer nachgingen. Sie war auch nicht hier, um beide zu tadeln. Dennoch musste sie das Problem ansprechen. Die Rothaarige lachte und streckte die Hand in die Richtung der Eulengöttin. Noch immer wiegte sie sich im Takt der Musik und war ausgelassen. Natürlich waren sie ausgelassen und sorglos. Sie wussten schließlich nichts von ihrer Sterblichkeit. Keiner der Götter wusste das, und das war auch besser so. Was wäre denn ein Gott, der sterblich war? Nichts anderes als ein Mensch. So, das war der Prolog, und ich denke, er sagt schon eine ganze Menge aus. Allerdings möchte ich euch jetzt kurz nochmal erklären, um was es eigentlich geht. Also die Götter, 10 Stück mit der Eulengöttin, machen regelmäßig Urlaub auf der Erde und suchen sich dort einen Vertragspartner aus, damit sie auf der Erde auch bleiben können. Einige der Götter beginnen aber ihre Fähigkeiten zu missbrauchen, und so geschieht, was geschehen muss. Und der Prophet erwacht, um die Auserwählten zu suchen, damit diese die Götter zurechtweisen bzw. töten können. Das ist, wie die Eulengöttin schon mehr oder weniger angesprochen hat, eine recht normale Vorgehensweise. Und wir suchen die Götter, die Auserwählten und die Paktpartner der Götter. Informationen dazu findet ihr auf der Website. Dieses Mal ist es allerdings ein bisschen anders als in sonst anderen Mitmach-Fanfictions, und zwar möchten wir nicht gleich den fertigen Steckbrief vor die Nase gesetzt bekommen, weil wir haben festgestellt, dass es da immer mal so ein paar Probleme gibt, weil die Charaktere an sich, also für sich genommen, sind die sehr, sehr gut. Einige mehr, andere weniger. Allerdings hat man auch Steckbriefe, die wirklich gut sind, die allerdings in der Gruppe absolut überhaupt nicht funktionieren. Deswegen haben wir uns ein System ausgedacht, um dafür zu sorgen, dass die Charaktere auch wirklich untereinander funktionieren und man damit eine Geschichte aufbauen kann, die genug Szenen enthält, sodass jeder auch wirklich vorkommen kann. Und das System möchte ich euch jetzt kurz erklären. Ihr findet auf der Website jeweils eine Übersicht über die Rollen, die es gibt, und unter den Rollen findet ihr kurz
Unter anderem einige Eigenschaften, die aber kein Muss sind, da sie eigentlich dazu da sind, damit wir so ein paar Anregungen geben können, weil wir haben festgestellt, man bekommt, wenn man mehr als 10 Steckbriefe bekommt, ist derselbe Charaktertyp immer und immer, immer wieder dabei. Und das wollten wir gerne verhindern, weswegen wir halt so ein paar Eigenschaften mit angegeben haben, auch um für uns, um zu bestimmen, dass halt Partner und Gott gut miteinander harmonieren oder halt sich auch gut ausbauen lassen. Unter diesen Punkten gibt es auch noch eine Frage. Diese Frage bezieht sich auf die Charakterrolle und es gibt auch ein Schlagwort. Also wenn ihr euch bewerben möchtet, dann bitte beantwortet die Frage und erklärt, wie ihr das Schlagwort in den Steckbrief einbringen wollt. Ja, das Schlagwort ist dazu da, um euch ein bisschen kreativ anzuregen. Wir möchten, dass dieses Schlagwort im Steckbrief verwendet wird. Wie ihr das tut, ist euch überlassen. Es sollte eine sehr kreative Umsetzung sein. Ja, wenn ihr euch bewerben wollt, könnt ihr das bei uns auf fanfiction.de oder Wattpad machen. Die Links dazu findet ihr alle unten in der Videobeschreibung. Ja, vielleicht hat ja der ein oder andere Interesse. Wir würden uns freuen. Ich hoffe, euch hat das Vorstellungsvideo gefallen. Und die regulären angelesenen Projekte gehen ab Anfang Februar wieder los. Ich hoffe, bis dahin hat sich bei mir dann auch alles mit der Zeit und dem Rechner geregelt. Falls die Tonqualität heute ein bisschen schlecht sein sollte, dann entschuldige ich mich. Ich nehme hier gerade an einem Provisorium auf. Ja, und dann danke ich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.